Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Woche hier auf RS1 TV. Mein Name ist Sarah Stahlschmidt. Die Kurznachrichten hat heute Sabrina Ottersbach für Sie. Hallo Remscheid. Und das sind unsere Themen. Brettspiele vorgestellt. Zwei Remscheider stellen analoge Spiele im Netz vor. Weihnachtsengel tun Gutes in Remscheid. Mit uns kommen Sie heute hoch hinaus und RS1 TV feiert Geburtstag. Wir öffnen unser Archiv und blicken zurück. Kennen Sie eigentlich schon Symbio? Nein? Dann wird's aber höchste Zeit. Zwei Remscheider mit Spaß am Spiel stellen bei YouTube Brettspiele aus ihrer großen Sammlung vor. Schauen Sie mal. Wir befinden uns hier heute am Set des Brettspiel-YouTube-Kanals Symbio. An meiner Seite Björn Kellner und Simon Krause, die den Kanal ins Leben gerufen haben. Ja, Simon, YouTube ist ja eine riesige Plattform mit den verschiedensten Genres und Themen. Wie kommt ihr denn dazu, gerade einen Brettspielkanal zu eröffnen? Ja, nicht nur YouTube ist riesig, sondern auch die Brettspielszene ist riesig und wächst stetig dazu. Und wir wollten ganz einfach zeigen, dass nicht nur das digitale Gaming unfassbar cool ist, sondern dass es auch in der Brettspielwelt Dinge gibt, die die Leute gar nicht kennen und die so immersiv sind und so viel Laune machen und vielleicht viele Leute auch überraschen. Ja, und ihr habt großen Anklang gefunden. Auf was können sich denn die Zuschauer in Zukunft freuen? Ja, wir sind jetzt seit 9 Monaten am Start und haben wirklich viel ausprobiert, aber wirklich das Kernelement unseres YouTube-Kanals, das haben wir entdeckt, ist, dass wir den Leuten so immersiv und so einfach wie möglich zeigen wollen, wie groß die Brettspielwelt ist. Und wir werden Spiele ganz, ganz schnell erklären, wir werden Reviews raushauen, wo die Leute eben sehen, wie gut sind die Spiele, und wir werden die Leute auf dem Laufenden halten, was es für Titel im 20. Jahrhundert gibt und welche Titel uns noch erwarten in der Brettspielwelt, denn die Szene ist wirklich total unterschätzt. Ja, Björn, Weihnachten steht vor der Tür. Vielleicht braucht der ein oder andere noch ein Familiengeschenk. Welches Brettspiel kannst du empfehlen? Ja, generell kann ich sämtliche Spiele mit dem Spiel des Jahres-Logo empfehlen, denn das sind Spiele, die sind auch für Leute, die nicht aus der Szene kommen, ein leichter Einstieg in die Brettspielszene. Und hier haben wir einfach mal zwei Spiele aufgebaut, zum einen Codenames und Just One. Das sind zwei kooperative Spiele, wo ich auch mit den Leuten im Team spielen kann, was einfach viel Spaß macht, einfach ist und ja, vielleicht auch in der Weihnachtszeit, wo Mama und Papa mit den Kindern alleine zu Hause ist, eine nette Abwechslung, um sich vielleicht so die Zeit zu vertreiben. Ja, vielleicht gucken Sie mal auf den YouTube-Kanal Brettspiele Symbio vorbei, finden eine Inspiration und ein Weihnachtsgeschenk, und damit gebe ich zurück ins Studio. Ja, da findet man doch sicher noch mehr gute Ideen fürs Weihnachtsfest. Um den Gedanken von Weihnachten geht es übrigens auch in unserem nächsten Beitrag. Da treffen wir zwei echte Weihnachtsengel. Birchan Aslan hat sich zum Ziel gesetzt, etwas Gutes zu tun und ihre Mitmenschen um Unterstützung gebeten. Und als Antonio Scarpino das gehört hat, hatte er auch sofort die passende Idee, wie er helfen kann. Wir sind hier bei der AWO Lennep Lüttringhausen. Bei mir sind Birchan Aslan und Antonio Scarpino. Birchan, es geht auf Weihnachten zu und du hast ja eine tolle Aktion ausgedacht hier für die Winterzeit. Was ist das? Ja, das ist, um den Menschen hier in Remscheid vor Ort zu helfen. Und da ist mir dadurch eingefallen, dass wir hier die Obdachlosen haben, was in Remscheid vergessen wird, und die Bedürftigen bei der Tafel, dass wir die unterstützen müssen. Genau. Um welche Hilfe wurdest du gebeten oder wonach wird gesucht? Was wird gebraucht? Ich habe mich dann bei dem Obdachlosenheim direkt erkundigt, bei der Frau Schlichting, die das betreut, wonach was gebraucht wird. Und da war unter anderem Töpfe, da haben die mir eine Liste mitgegeben. Da wurden Töpfe gebraucht, tiefe Teller, flache Teller, Handtücher, Konserven, was man den Obdachlosen direkt mitgeben kann, was die schnell zubereiten können. Und Frühstücksartikel, was die gehen da auch frühstücken, dass sie dann da damit gedeckt sind. Ja, dann fragen wir doch mal ein paar der Menschen, die gespendet haben, was sie so mitgebracht haben. Ich habe davon in der Zeitung gelesen und fand das Engagement total klasse. Und die Hauptorganisatorin, die Frau Aslan, ist auch noch eine berufliche Verbindung besteht da.
Und dann habe ich in der Evangelischen Pflegeakademie Remscheid meine Kollegen gefragt. Wir haben eine kleine Spendenaktion gemacht und haben die Sachen heute abgegeben. Wir wollten das einfach unterstützen, das ist toll. Was haben Sie da so mitgebracht? Frau Aslan sagte mir vorher, was noch benötigt wird. Das waren so Frühstückssachen, also Marmelade, Honig, Müsliriegel. Ich habe kleine Stuten gekauft. Also ich hoffe einfach, dass das hilfreich ist. Ja, und ich finde das Engagement toll, was Sie hier leisten. Einfach auch Menschen helfen zu können, Gutes zu tun. Wir haben alles, was wir brauchen. Und es ist schön, wenn man Menschen was geben kann. Ja, es macht einfach Freude, was zu geben. Wo haben Sie denn von der Aktion erfahren? Das war über Facebook. Ganz einfach über Facebook war ein Aufruf und das hat mich dann auch angesprochen. Und wir haben im Haus, also wir leben im Mehrfamilienhaus, im Mehrgenerationenhaus vielmehr. Wir haben dann alle zusammen dann gesagt, wir machen da was und stellen eine Kiste zusammen. Bunte Kiste für alle was. Antonio, wieso nicht einfach im Homeoffice, sondern warum machst du schon wieder so eine große Aktion hier mit? Ja, wenn ich ehrlich bin, sind wir nur der Wirt, diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Wir können ja dank Corona seit mehreren Monaten hier keine Aktivitäten mehr für unsere Senioren machen. Und als Frau Aslan mit der Idee kam, die Tafel und das Obdachlosencafé der Caritas zu unterstützen, habe ich mir gedacht, dann können wir wenigstens die Räumlichkeiten für diese Aktion nutzen. Wie lange sammelt ihr hier noch? Wir haben jetzt die zweite Woche hinter uns. Nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Und ab morgen beginnen wir schon mit der Verteilung, weil, wie man unschwer erkennen kann, viel mehr Platz ist nicht mehr zum Lager. Toll, da ist ja richtig viel zusammengekommen. Leider wird die Weihnachtszeit aber oft auch ausgenutzt. Wenn es bei Ihnen klingelt und um Spenden für den Zirkus Krone gebeten wird, vom Zirkus selbst kommt das nicht. Da versucht jemand, sich Spenden zu erschleichen. Und damit zu weiteren Kurznachrichten. THW-Helfende verteilen Geschenke. Corona brachte die Jugendarbeit des THW durcheinander. Und auch die Weihnachtsfeier fiel aus. Darum lieferte das Jugendteam um Leiter Matthias Hubert wenigstens ein paar Geschenke an die Jugendhelfer aus. Kirche to go. Da an Heiligabend keine öffentlichen Gottesdienste in der Kirche möglich sind, lädt die evangelische Kirchengemeinde Lüttringhausen zur Kirche to go ein. Es gibt in der Kirche verschiedene Stationen zu Weihnachten. Jeweils eine Familie darf einzeln in die Kirche. Eine Anmeldung mit Namen und Anschrift zu einem festen Termin ist dazu unter lütterkusa.advent.de erforderlich. Digitale Elternabende. Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung wird die Informationsabende für Eltern neuer Schülerinnen und Schüler online durchführen. Die Abende für das Wirtschaftsgymnasium, die Höhere Handelsschule und für die Berufsfachschule finden im Januar statt. Das Team des Berufskollegs hilft bei Fragen zur Anmeldung weiter. Infos auf der Website. Umweltfreundlich durch den Winter. Wer bei Glätte Salz auf den Gehweg streut, verstößt in der Regel, ohne es zu wollen, gegen die Regeln eines umweltfreundlichen Winterdienstes und gegen Gesetze. Salz in der Umwelt verunreinigt Gewässer, den Boden, Kleidung und Füße von Lebewesen. In Remscheid dürfen zum Schutz der Umwelt grundsätzlich nur abstumpfende Stoffe wie Sand oder Splitt verwendet werden. Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz bestreut werden. Auch salzhaltiger Schnee darf dort nicht abgelagert werden, da der Boden so vergiftet wird. Kirchenorgel im Detail. Christian Gottwald, Kantor der Evangelischen Kirche Lüttringhausen, erklärt im Adventskalender der Gemeinde, wie die Beckerath-Orgel funktioniert und zeigt das riesige Instrument auch von innen. Anzuschauen unter lütterkusa.advent.de. Danke, Sabrina. So, und jetzt hoffe ich, dass Sie schwindelfrei sind. Für uns hat Jürgen Kamin, der Küster der Evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen, nämlich eine absolute Ausnahme gemacht. Er nimmt uns im nächsten Beitrag mit ganz nach oben auf den Kirchturm der 1735 erbauten Stadtkirche Emdorp. Viel Spaß bei diesen exklusiven Einblicken.
Jürgen, du bist Küster der evangelischen Kirche in Lüttringhausen und wo hast du uns mit hingenommen? Wir waren auf dem Turm der evangelischen Kirche Lüttringhausen und ganz genau in der Laterne waren wir. Da ist eine Glocke, die schlägt immer die Stunden an. Und von da aus wird auch in Lüttringhausen ab und zu geblasen. Kann man da jederzeit hoch oder wie funktioniert das? Ja, das geht leider nicht, da die, wie ihr ja gesehen habt, die Leitern nicht, sicher sind. Und deshalb darf man da nur zu Wartungszwecken rauf oder eben zu solchen Dingen wie traditionelle Bräuche. Und zu dem traditionellen Brauch in Lüttringhausen gehört es halt, dass vom Turm auch Lieder abgeblasen werden. Besonders in der Heiligen Nacht, also in der Weihnachtsnacht, morgens ab 5 Uhr vor der Christmette um 6 Uhr erklingen alle Viertelstunde zweistimmig oder vierstimmig Lieder vom Turm. Auch zum Brauchtum gehört ja das Bayern, das hier noch gepflegt wird. Wie lange gibt es das ja schon? Das kann ich gar nicht sagen. Ich würde jetzt mal sagen, seit Menschengedenken, wie es so schön heißt. Also das Bayern ist, da werden die Glocken fixiert und dann hängt der Klöppel, sag ich mal, so 10 oder 5 Zentimeter vom Glockenrand ab und dann wird an einem Seil gezogen, sodass der Klöppel im Takt gegen den Rand der Glocke schlägt. Und da gibt es dann einen Rhythmus hier in Lüttringhausen, der dann geschlagen wird von normalerweise 4:30 morgens bis 6 Uhr zur Christmette. Was eigentlich der traditionelle Weihnachtsgottesdienst ist, wird das so gepflegt. Ist auch in anderen Kirchen in Wuppertal, in Burg und in Remscheid gepflegt worden. Aber ich glaube, mittlerweile sind wir die Letzten hier im Umkreis, die das noch pflegen. 1, 2, 3, 4. Wo sind wir hier jetzt? Jetzt sind wir im Uhrenraum. Von hier aus werden die 4 Zifferblätter am Turm und 1 in der Kirche gesteuert und auch der Schlag der Glocken. Und leider ist die immer etwas nachzustellen. Im Winter zu langsam, im Sommer zu schnell. Das liegt daran, dass das eine elektromechanische Uhr ist. Die läuft also auch noch 24 Stunden, wenn der Strom aus ist. Hat aber den Vorteil, die ist unempfindlich gegen jeden Blitzeinschlag und unkaputtbar. Und jetzt muss ich sie leider noch mal vorlaufen lassen, da sie mittlerweile schon wieder 5 Minuten nachgeht. Jetzt kommen die Kinder wieder pünktlich in die Schule. Tschö. Und jetzt geht's wieder auf unsere kleine Zeitreise zum 10. Jubiläum von RS1 TV. Linda Lux war im Juli 2014 bei der Oldtimer-Ausfahrt MGY Sommertreff in Lennep und nimmt sie mit auf eine wunderschöne Spritztour durchs Bergische Land. Ich befinde mich heute hier auf dem 7. MGY Sommertreff in Lennep und ich habe jetzt die Person hier, die das Ganze ins Leben gerufen hat, und zwar ist das der Manfred Noll. Heute werden 18 Oldtimer mit ihren stolzen Besitzern hier durchs Bergische Land eine Strecke abfahren, die du sozusagen dir ausgedacht hast. Manfred, genau. Wie fühlst du dich denn dabei? Ach, jetzt fühle ich mich wunderbar, weil es klappt alles. Die Vorbereitungen sind gelaufen, alle sind gekommen. Internationales Publikum haben wir, was will ich mehr? Okay, und ich meine, wie ist das Ganze denn zustande gekommen? Jetzt sind hier 18 Teilnehmer mit ihren Besitzern. Wie ist das Ganze entstanden? Ich habe vor circa 10 Jahren mein Auto gekauft in England. Habe dann einen Kumpel gehabt aus Kürten, der das gleiche Fahrzeug hat. Und dann haben wir irgendwie die Idee gehabt, Mensch, wir müssen uns mal zusammentun, Ersatzteilfragen, Probleme und so weiter und so fort. Und dann haben wir das ins Leben gerufen und beim ersten Mal waren direkt Niederländer dabei
Und seitdem ist ein internationales Treffen geworden. Wir haben jetzt Leute aus Holland, aus Belgien, aus Luxemburg und aus England da. Und die kommen alle hier ins kleine Lennep? Die hab ich hier hingeschickt, damit die mal sehen, dass das Bergische Land wunderschön ist, das Land der tausend Berge, dass das eine Reise wert ist. Ja, das glaube ich. Und jetzt ist das Wetter, es zieht gerade so ein bisschen auf, gerade war es ein bisschen diesig. Meinst du, der Regen könnte uns einen Strich durch die Rechnung machen? Also MG-Fahrer und Regen, das passt irgendwie zusammen, da haben wir keine Probleme mit. Allein der Spaß steht im Vordergrund. Und Sie sehen, gucken Sie in die lachenden Gesichter hier rein, der Teilnehmer, das sagt schon alles. Ja, dann hoffen wir mal, dass das Wetter hält. Und ich habe jetzt die Ehre, mich mal in eins dieser schicken Autos mit reinzusetzen. Und darauf freue ich mich jetzt. So, ich sitze jetzt hier mit dem Tom und mit der Karin in dem schönen Oldtimer hier. Das ist ein TA? Nein, ein YT. Ein YT. MGYT. Und was bedeutet das genau? Das ist, Y ist die Baureihe und T steht für Tourer. Ein offener Tourer ist ja der viersitzige Sportwagen. Yep, this way. Und ja, das ist ein Baujahr 48. Von diesem Fahrzeugtyp sind nur 877 Fahrzeuge gebaut worden. Und dann ist du hast einen davon. Ja, glücklicher Besitzer eines. Ja, der Wagen, als er konstruiert oder gebaut wurde, um die 48 halt eben, war ja eigentlich schon so ein bisschen out of fashion. Ich meine, ohne Heizung und da gab es schon was anderes auf dem Markt. Und der Wagen kam also nicht mehr besonders gut an in England. Und dann hat man sich entschieden, die Autos in die englischen Kolonien zu verschicken oder zu verschiffen. Ja. Da gab es ja damals sehr viele von. Und aufgrund dieser Tatsache haben relativ viele Autos in den Kolonien überlebt. Ja. Und wir haben den in Simbabwe gekauft, im südlichen Afrika. Wir hatten dort 8 Jahre lang gelebt, wir waren beruflich dort. Und ja, da ist der uns über den Weg gelaufen. Und dann habe ich gesagt, den kaufen wir uns. Ach, war das eine schnelle Entscheidung? Oder? Das war eine relativ schnelle Entscheidung, ja. Weil wir hatten ein anderes Alltagsauto verkauft und hatten dafür die lokale Währung bekommen, den damaligen Simbabwe-Dollar. Und der Simbabwe-Dollar verfiel immer mehr und immer mehr. Also das Geld, was wir für das Alltagsauto bekommen hatten, wurde immer weniger. Okay. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas mit dem Geld machen, sonst ist es ganz weg. Ja. Und dann wollten wir keine Kühlschränke kaufen, dann haben wir gesagt, dann kaufen wir den hier jetzt und fertig. Ja, ich finde es einfach auch schön, dass diese alten Autos noch gepflegt und gehegt werden. Ja. Und das ist ein wunderbares Design. So ein Design kommt nie wieder. Ja. Die Zeiten sind einfach vorbei und ich finde sie einfach ästhetisch schön. Ja. Und nein, es ist gut, dass es da eine Gemeinschaft von Menschen gibt, die sich der Oldtimerei so verschrieben haben und dass diese technischen tollen Dinge einfach erhalten bleiben. Ja. So, ich sitze jetzt hier beim Hermann. Ja. Sag mal hallo, Hermann. Hallo, Linda. So, und wir fahren jetzt hier noch eine Runde durch die Gegend, durchs Bergische Land. Ja. Und müssen ja hier auch noch eine Aufgabe erfüllen. Wir müssen ja hier noch die Bilder finden. Wir müssen auf die Bilder achten. Ja, Sie achten auf die Bilder. Genau, ich achte mit drauf. Und ihr seid extra aus Holland hier hingekommen? Ja, Venlo. Nach Lennep. Ja, von aus Venlo. Venlo. Aus Venlo kommen wir. Und wie lange fahrt ihr dann hier hin? 2 Stunden. Boah, 2 Stunden. Ja, 2 Stunden, ja. Okay. Über den Autobahn. Ja. Guck mal weiter. Bei denen hatte ich es gekauft. So hast du den gekauft? Ja, so gekauft. Und in Holland. Mit meinem Sohn habe ich die. Der war ganz zerlegt. Und so sah der aus. So rot. Wie teuer war der denn dann? So ungefähr 4.000 Gulden. Fair. Hier, das müsst ihr euch mal angucken. So sah der mal aus. Wahnsinn. Und dann alles zusammengebaut selber. Ja. 10 Jahre daran gearbeitet. Alles selbst gemacht. Auch selber dann lackiert und so? Nein, lackiere nicht, aber eine Präparierung für das Lackieren, das mache ich. Ah, okay.
Und das Leder habe ich auch nicht gemacht, das Nähwerk, das hat eine Freundin von uns gemacht. Die hat ein Nähmaschine. Da ist man dann noch stolzer drauf, oder? Ja. Aber da sind verschiedene andere Autos. Ja. Und wie alt ist der? Diese ist von 49. Von 49, ja. Noch älter. Wir sind jetzt hier in Solingen angekommen bei Schloss Burg und haben jetzt schon eine ganz schöne Strecke auch hinter uns gelegt. Ja, was erwartet denn die Teilnehmer jetzt noch in der Zukunft? Ja, wir werden von hier aus zur Mittagspause fahren nach Lindlar, machen da unsere Mittagspause und fahren dann über Umwegen wieder zurück nach Lennep, wo wir so um 17 Uhr erwartet werden. Und dann feiern wir schön. Also es gibt noch ein lecker Mittagessen mit allen zusammen? Mit allen zusammen. Mit allen zusammen und mit viel Spaß und Lacherei. Und wird denn dann auch bei solchen Gesprächen viel über die Autos gesprochen oder gibt es auch andere Themen? Redet man auch Klatsch und Tratsch? Ja, also die Frauen haben ihre eigenen Themen und die Männer natürlich über Autos, Engines und so weiter und so fort. Und die müssen ja auch bestimmte Aufgaben, ne? Bewältigen. Ja, zwischendurch haben wir noch einige Dekars, die die bewältigen müssen und Aufnahmen mit und ohne Auto, damit man abends eine kleine Auseinandersetzung hat. Es gibt 3 Pokale und dann ist der Tag dann beendet. Morgen machen wir dann noch eine Fahrt nach Leverkusen ins Museum und dann war der Sommertreff wieder gelaufen. Ja, das ging auf jeden Fall schnell, auch bis hierhin jetzt schon rum. Und ich denke aber, die Zeit für heute wird noch gut vergehen. Das Wetter hat sich gehalten und ich denke, mein Eindruck von dieser Veranstaltung ist, dass alle ihre Autos lieben und sich hier gerne zusammentreffen. Und das war's auch schon wieder. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie auch nächsten Montag um 18.30 Uhr wieder dabei sind. Passen Sie gut auf sich und andere auf und bleiben Sie gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal.